Habt euch sogar vorbereitet, eigene Fotos hier mitgebracht, ganz toll. Da freut man sich bestimmt auch ganz toll. Also herzlich willkommen nochmal an den Jörn. Ja, und herzlich willkommen an dich, alle, die jetzt da sind. Und dann wollen wir mal gucken. Also, wie lange hast du gebraucht? Bist du heute früh losgefahren oder bist du gestern schon angereist? Nee, ich komme gerade frisch aus Berlin, habe ungefähr 6 Stunden gebraucht. Ich bin ganz gut durchgekommen. Super. Und ja, also wenn ihr Sachen zum Unterschreiben habt, alles her damit. Ich sehe, dass wir ein bisschen Zeit haben, also lassen wir uns auch ein bisschen Zeit. Genau. Okay, na dann mal los jetzt. Genau, also vom Ablauf werden wir es ganz in Ruhe machen. Jeder einzeln, ja, wenn ihr euren Fotografen dabei habt, könnt ihr natürlich auch zu zweit kommen, nicht hier überrennen. Und wir werden dann gucken, weil wir zwischendurch so ein bisschen Luft haben, könnt ihr natürlich gerne auch ein paar Fragen stellen. Er hat ja schon viel erlebt. Macht er nichts, Blitzen, glaubst du ja nicht. Ich habe mich ein bisschen belesen. Also von der Ausbildung zum Außenhandelskaufmann über jetzt eine Verkehrspilotenausbildung, also beeindruckend, eine eigene Modelinie hat er. Also sehr interessant, da kann er uns ja nachher noch ein bisschen was erzählen. Ich will euch jetzt auch gar nicht weiter abhalten. Kommt einfach her, der Reihe nach, und holt euch eure Autogramme und Fotos. Lass mich klar. Hast du noch eins für Claudia? Ja, klar, schreibe ich dir. Mit C oder mit K? Mit C. Danke dir. Bitte, gerne. Alles kein Problem. Du hast ihn schon öfter gesehen. Trotzdem nochmal hergekommen. Oh, ganz großer Fan hier. Toll. Er schaut sie auf, also wunderbar. Hier haben wir noch einen Jungen. Du bist auch als Begleiter für deine Freundin. Also noch eine Begleitung. Ansonsten ist ja normal. Ich meine, wenn du auch einen Mann, dass deine Mädels hier in der Übertal sind, das ist ja okay. Ja, das stimmt. Er ist daneben. An die Sila. Ich hab's gar nicht. Hallo.
Andi, besser ist denn Andi? Das ist Andi. Ja, der sieht schon schützig aus. Das ist ganz schön cool. Also, was mich ja meiner interessieren würde, ich habe gelesen, was du so alles machst. Also nicht nur, dass du sechs Tage, habt ihr glaube ich Drehtage, weil es gibt halt schlechte Zeiten, hast du richtig viel zu tun. Du hast eine eigene Modellinie, du machst gerade so eine Verkehrspilotenausbildung. Wie bringst du das alles vor? Schon gelesen. Ja. Ja, die haben diese Anfrage erhalten, ob ich da nicht mal zum Casting gehen möchte.
total Angst und meinte, nee, um Gottes Willen, dann kommst du ja irgendwie bis zur Hälfte oder bis zur Endrunde und dann schmeißt du dich doch noch her. Und deswegen war ich da sehr zwiegespalten, weil ich auch mit in der Ausbildung steckte. Ja. Ja. Gut, dass ich kein Angsthase war zu dem Zeitpunkt. Also Glück für euch auch, dass ihr jetzt dort mitspielt, heute für euch da ist. Also schöne Sache. Wie ist es so mit dem, also Star-Rummel, ist das so für dich Normalität, so eine Sache?